Da gehst einmal, ja, einmal zum Jupp. Ja. Wollt da kurz mal ja, einen Zwergerl trinken. Ja, wo steht er da hinten? Er steht da hinten. Und was ist da hinten wieder? Was ist da hinten wieder? Natürlich kein Schwamm von ihm, gell? Sag mal, wo ist denn? Oh, dieser, wow, das ist ja ein schöner Schwamm. Das ist ein schöner Schwamm. Ja. Sehr schöner Schwamm. Der hat ordentlich Masse. So nimmt man das als Unterschied. Also ich mach das dann von Abstand, weil der ist nicht mehr so böse. Ja, Wahnsinn, das ist vielleicht. Zwicker war es nicht dabei, dass man. Weiß ich nicht, ich habe jetzt mal alles einfach so. Also du bist wieder mal voll vorbereitet? Ja, weil. Da wenigstens ein Kollege bringt das. Was, den muss man alles hinten nachtragen. Das alles muss man am Neuen tragen. Keine Vorbereitung. Der Fastnerstaffelei braucht es da. Keine Vorbereitung, das muss man, also alles muss man nachtragen. Sehr schöner Schwamm. Ich würde schon sagen, der hat eine sehr schöne Größe. Die halt schneller. Nein, geh halt schneller. Weißt du, lasst das jetzt zeigen oder dran. Schaut euch das an. Das ist der faule Imker von heute. Jetzt geht's noch. Wo sind sie denn überhaupt? Na da. Da, das siehst du denn nicht. Ah, ja. Jupp. Ja, da braucht er so fast eine Staffelei, gell? Ja, ich kann Sabrina fragen, ob es mal nicht gibt. Aber so. Allererste Amtshandlung. Water. Ja, Water. Jetzt erzählst du mal den Profi. Ja. Erstmal ein Shorty. Dann also, er ist ein bisschen nervös. Je nachdem, wie weit das weg sind, kann man hier mit dieser Düse einstellen. Ja, machen wir fein. Fein, machen wir fein. Oder so. Abschießen wollen wir es nicht, wir wollen fein. So, nein. Da kommt sogar ich rauf. So ist gut. So, und jetzt halt, dass uns die nicht abhauen. Dann allererste Aktion. Schön einnebeln. Sehr schön. Ja. Dann, und das hat zur Folge, wenn man das macht, dass die Bienen nicht so auffliegen, wenn man es jetzt reinkloppt. Und das nächste, was so der Vorteil ist, wenn man das so macht, jetzt kommt's, was ist der nächste Vorteil? Kompakter setzen, ja, die mit dem Kompakter haben sie zusammen. Ja, sie ziehen sich zusammen. Also du hast eine schönere Möglichkeit, und das Ganze reinzuschlagen. Genau. Und sie ziehen nicht weiter. Das ist gut, gell? Also solange man die so bewässert, ja, hauen sie nicht ab. Hauen sie nicht ab. Weil sie gehen halt da. Hey, schau, könnt ihr mal Chicken farm? Ja. Piu, piu. Chickens! Chickens! Oh, same glasses on air. Ja, nicht so gar. Doch, doch. Das ist. Wer ist hier? Wer fängt deine Schwärme den ganzen Tag an? In Regensburg, genau. In Regensburg fängst du meine Schwärme. Ja. Meine Da siehst du mal, was das für Ausmaß. Also zur Hintergrundinformation, wir sind jetzt ungefähr 300 Meter weg vom Beelife seinem Bienenstand. Ja, also, Luftlinie. Das ist nicht seiner, definitiv nicht. Also ich schau jetzt einmal. Wir können jetzt dann gleich noch einen zweiten Schwamm anschauen, der hängt nämlich bloß 20 Meter vom Stand. Aber es ist auch nicht sein Schwamm. Also, nein, wir haben ja, das ist ja alles. Ich sag's euch, der macht mich fertig, er hat keine Schwärme mehr. Aber es ist auf alle Fälle wirklich ein schöner Griss, muss ich sagen, gefällt mir. Aber ich hol dir eine Staffelei, wenn du nicht kriegst. Oder? Also, ich hol mir gleich eine Staffelei. Jetzt sind wir mal live. Sind wir live? Ja, das sind wir live. Live. Live auf live. Dann sind wir live und dann catchst du mir mein ganzes Videomaterial, oder was? Nein, ja, ich filme woanders hin. Dann filme ich, film dir dein. Oh mein Gott. Ja, macht's mir verrückt. Ja. Also hier sitzt ein klassischen Beelife-Schwamm. Sabrina! Oh, warte mal. Komm mal. Kommen wir mal so rauf. Die Kiste brauchen wir erst später. Ja, die brauchen wir erst später und dann. Sagst du jetzt du dazu? Ich finde das schon. Ja, wie gesagt, ich bin gerade frisch angereist. Ich habe immer mein Brotzeit noch schnell mitgenommen. Hast du keine Brotzeit mitgenommen? Da. Nein. Ist das schön? Ja? Sogar mit Kirsche. Bis der da den Schwamm fängt. Ja. Ja. Job am Start. Entweder sind alle Leute arbeiten oder beim Mittagstisch. Heute Samstag, noch kurz noch mal schnell vorbei. Ja, Geburtstagsgeschenk übergeben. Und dann poppt natürlich wieder mal ein Schwamm auf. Ja. Also, ist ja. Gell. Mittlerweile kennen wir es ja beim Job. Ah, er zeigt aktuell, dass es Imker-Symbole ja, sind. Das kenne ich, von der. Panzer. So, dann. Ja, servus Mario. Zwickt er mal rein. Ja. Hallo! Das ist, nein, das ist keiner von ihm. Servus, Gamestar-Biene. Also, ja, bring auf euch. Hoch die Tassen. Sind alles YouTuber. Merkt man irgendwie. Schon, gell? Ich würde die. Aber ist schon drum. Das ist schon. Oh, hinten hat es mich nicht eingespritzt. Kannst live zuschauen, müssen wir bei Tumfis Kanal. Müssen wir ein bisschen unterstützen, weil der Kollege, Tumfis Kanal, der hat TH
schießt da drauf. Das ist ja. P, V. Ah, da ist er! Jetzt da bin ich, komm schon! Ha? Weil ja, mein, alles wird ihm zutragen. Danke. Dankeschön. Ja, genau. Wir müssen den kleiner halten. In Regensburg sind alle meine Schwärme 200 Meter über seinem Bienenstand. Ganz geil. Ihr kennt doch mich mal alle hier. Grüß einmal alle Fans. Hallo. So. Also, ich habe jetzt das restliche Mal von hinten gespült, weil das sehr wichtig ist. Aber es ist ein fetter Swan. Der ist ungefähr so groß wie den, was ich in meine Einwandbeute reingehauen habe. Steffi, ist die da? Haben wir noch einen im Kühlschrank? Ja. Weil der ist, glaube ich, gleich gut. Wir waren auf Versorgungsfahrt. Bad, passt. Sehr schön. Soll ich meine Schleier anziehen? Ja. Die Steffi hat gesagt, das ist dein Schleier. Ich tue einen Schleier, weil wir nicht live, super. Ja, wir sind live. Also ich habe meine Zeit schon. Da kannst du ja nichts rausschneiden, weißt du? Safety first. Ja, weil dann kriege ich die Ärger von meiner Frau. Nein, von mir auch. Warte mal, lass mich schnell auf die Staffelei aufhören, den Schwamm ein bisschen. Der ist echt fett. Ja, der ist echt. Das ist nicht so wie bei dir. Nein, weil bei mir schmerzt noch nichts. Ich kenne ja mich, mir schwärme nicht so aus. Ja? Der hängt aber einen Totenfall an Fäden auf. Mein Schlüpper hängt nicht raus. Ja, es geht? Das geht schon alles. Der Bienenbastler-Schlüpper, jetzt erhältlich. Ja, für nur. Ich schau mir das jetzt mal um. Hast du das Mikro drin? Ja, ich hab das Mikro mit hier drin. Also das einzig Blöde sind noch ein paar kleine Ässchen. In Zwickau hast du nichts dabei, gell? Nein. Was ist das für ein Bohnen? Ich bin einfach zu fett. Das ist der typische Ringsburger Bohnen, Schaki. Da geht gar nichts. Du musst richtig. Ja, die Schwammretter. Naja, Schwammkönig ist nur einer. Der auf dem Staffleiberg. Ich sehe schon. Den Ding ist da nicht drauf. Der ist da falsch drauf. Ja, da muss ich einsprühen. Soll ich es abnehmen? Nee, noch nicht. Ich muss noch schauen, ich will da den. Der Stecker kriegt weg, ja genau, schaut's ja, aber es hilft nicht. Der Stecker ist scheiße. Der hängt ja schon so voll drauf. Ja, die Frage ist, der geht da rauf, gell? Der geht durch. Aber das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon. Das stellen wir da unten rein und dann machen wir Ratschi-Patschi, du. Da ist was sitzt da. Soll ich die Box von unten erheben? Ohne Schutz und dann haut es mir alles ins. Nicht so rein. Nicht so rein. Da hängt der Schwarm. Mario, da hängt er. Ah, das ist deine. Ja, auf dem Holunder. Hast du deinen Schutzanzug von zu Hause mitgenommen? Ja, ich habe ihn mitgenommen. Okay, das müsste gehen. Das müsste gehen. Ja. So. Peter Goldmine, halbes Schnitzelkommando. Also, wie verfahren wir weiter? Einer, du ziehst dir das komplett an. Gleich, zweit. Weil du hast einen Schutz. Oder? So, jetzt machen wir schon mal Shorty fertig. 12 Shorties. Also freigelegt. So geht es bei YouTube im Kadi. Die machen erstmal 12 Shorties bevor. Ort, Wenzbach, ne? Oder? Grüntal. Grüntal sagen wir. Nichts Ahrtal. Nicht Ahrtal, Grüntal. So, er hat jetzt schöne Vorbereitung. Ja. Hast du ein Futterrämpchen? Ja, ein Futterrämpchen auch alles. Ah, schon, gell, Futterrämpchen. Die bräuchten es eigentlich nicht, aber. Ja, aber schade nicht. Also ich mach das gern. Ja. Ja, genau, weil du weißt nicht, wenn es wieder 3 Wochen. Ja, vor allem, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das so wird. Ja. Also, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Die Kiste, sagt der Mario. Ja, genau, nichts mehr. Hopp, so. Holla die Wolfi. Hopp, die Zwerge warten, sagt die. Ja! Ja, wie viel hast du denn? So, dann gehen wir von der anderen. Einer muss jetzt die Box heben. Ich muss auf der anderen Seite und brauche noch Wasser. Das ist jetzt kompliziert. Ja, ich würde sagen, ich nehme deinen Livestream auch mit. Mach ja lohr. Mach das halt. Ja klar, dann haben wir wenigstens ein bisschen Action, dann fällt irgendwas rum oder so. Soll nur mein Anzug zum Zeppen. Weißt du? Der Ängstliche unter. Der Ängstliche, soll ich schnell heben, dann kannst du zeppen. Warte mal kurz. So, sehr gut, ja, perfekt. Ah, kurz einmal Live-Chat mitlesen. Jetzt haut das nicht so. Der haut doch, was? Doch. Die sind ja nicht bei der Feuerwehr. Das hat einen ganz guten Grund. Ich weiß, ja, warum. Du schießt die Königin jetzt schon ab, dass der die nicht wieder abschwerben kann. Nein. Das ist mir schon klar. Ich will das jetzt einen Ruck, dann rein und dann vorn und dann abends kommen wir fertig, Feierabend. Ruckzuck oder was? Ja. Okay. Das ist jetzt der Plan. Okay. So. Was wird das? Ihr macht es mir fertig. Wo ist das schon wieder? Hat sie so Kamera geil? Da, schaut die. So. Wieso? Ich nehme jetzt die Box hier, die ist nämlich leichter zu handeln. Handeln? Und da rein dann. Wir sind ja schon so nervös. So. Hast du deine Tabletten immer noch nicht gekriegt? Nein! Scheiße, sie sehen echt aus. Da hinten ein Schwarm, ein Chaos. Mario! Jetzt wird es ein Chaos, pass auf. Jetzt, warte mal, bevor du klopft. Können wir? Ja. Ja, hau rein. Warte mal, ich schau, was ist. Ich glaube, oh, hinten ist Scheiße. Das ist voll Scheiße. Ja, hinten. Das sehe ich gerade. Merke ich gerade. Ja, so scheiße, so passt er nicht. Nein. So ist so passt so er ist gut.
So, jetzt zeigt dein Können. Ja, das sieht gut aus. Ja, passt, sehr schön. Aber damit. Den haben wir. Ja. Den haben wir. So, und wir dann jetzt nichts vor das Flugloch einlaufen lassen. Nein, oder so. Einfach rein damit. Also ich dachte vom Gewicht her 3 Kilo. Ja, ja. Locker, hey, locker. Schaut euch die Masse an. Das ist ein. Das ist echt ein Monster. Ist er überhaupt so in den Folgen noch Biene drin? Mach rein. Ja, ja. Also, ja, so, dann. Rämpchen rein, nicht reindrücken, ja, wirklich bloß drauflegen. Die fallen dann von selber. Ja, die gehen dann von selber nach unten. Die setzen sich da direkt runter, außer du lässt es da oben auf dem Oberträger. So. Gut, jetzt machen wir aber gleich zu. Ja. Haben sie schon gestochen? Nee. Nein, die da unten am Ziel, die sticht dich. Die will dich voll am. Nein, die stochen. Will mich nicht stechen. Die hat dich gefressen. Schon wieder der gleiche Imker. Schon wieder der gleiche Imker. Der Vorbesitzer. Ja, so ein bisschen draufsprühen, dass die Mädels reingehen. Genau, dass man wenig wie möglich quetschen. Natürlich, ja, seht ihr, da sammeln sich natürlich wieder welche. Es wird ein paar wird sie erwischen. Die Frage ist jetzt nur, wenn da die Königin drin ist, sammeln sich alle wieder da. Da, jetzt passt auf. Aber dann nimmt man die ganze Kiste. Oh, lecker, der Gewicht. Ja, Jupp, weißt du, was ich jetzt machen würde? Ich werde jetzt noch 5 Minuten warten. Noch mal ansprühen, noch mal in die Kiste und vor die Kiste hinlernen. Nee, das erledigt jetzt. Von selber. Was Königin gesehen, was von dir gezeichnet. Ich kenne noch meine Völker. Eben. Ja, haben wir gut einstudiert. Also ich muss sagen, Respekt hat er sehr schön gemacht. Vor allem, weil das da oben mit dem Ästchen ein bisschen tricky ist. Ja. Ich fange im Jahr bloß um die 100 Schwärme. Aber es sieht gut aus. Aber das war echt ein Monster. Der ist ein Monster. Also ich habe selten so große Schwärme gesehen. Das ist aber, man muss jetzt sagen, zu der Schande. Also was heißt Schande? Das war ein Durchschnittsschwamm. Was meinst du jetzt Durchschnitt vom Bild? Bei uns hier in der Gegend ein Durchschnittsschwamm. Also bei uns ist das nicht normal. Also ich weiß nicht, was ihr dafür. Das ist ein Durchschnittsschwamm. Das ist aber jetzt übrigens die Größe an Schwamm. Da könnt ihr voller Waben. Der kriegt in 4 Tagen Absperrgitter und Honigramm. Ja, das der. So, also gut. Der bleibt auf einer Zauge und gleich zweite Zauge drauf, ohne Gramm. Genau. Gleich pushen. Also nicht pushen, indem sie füttern oder so, sondern einfach, dass er gleich Platz und Raum hat. Und den darfst du auf keinen Fall, so einen Schwarm wie den, wirklich auf keinen Fall, dass du sagst, da sind jetzt nur 2 Rämpchen drin, da macht ihr jetzt 2-3 Tage nichts. Vergiss das. Ja. Der baut euch wild. Der baut eine Kiste auf 2-3 Tage komplett so auf. Schön versaut, dass du sagst. So. Jetzt haben wir, ein bisschen sammeln sich was, brauchen wir jetzt. Ja, das sind. Das ist aber auch sowas, wenn ihr seht, das ist ganz normal am Anfang, weil die Pheromone von der Königin, die sind ja noch da drin, ja. So, und die wissen jetzt ja natürlich nicht, was jetzt passiert ist. Jetzt brauchen wir die Bienen und zwar diese. Die machen das schon gut. Der sieht gut aus, ja. Kannst gleich in den Linde stellen. Und weißt du jetzt, warum ich so viel Wasser genommen habe? Hä? Gleich, das sieht jetzt gut aus, weil jetzt schaut her, die sterzeln wie wild und sag's mal. Geben den Duft der Königin ab und dann riechen natürlich die restlichen da oben auch und bekommen das auch mit. Sagen wir heute Abend, vorausgesetzt, die Königin ist nicht da drin, heute Abend die ist holt, da nichts mehr dort. Die ist da drin, die Königin. Ich gehe auch stark davon, so wie die Sterzeln ist drin. Ist gut gegangen. Ist gut gegangen. Respekt. Hat gut hingehört. Jetzt hast du mal gesehen, wie das ein Profi macht. Achso. Also, sagen wir mal Dankeschön fürs Vorbeischauen. Da winkt's einmal. So, das wirklich nicht lang da, das waren gerade 20 Minuten. Ja, 40 und anders mal. Und jetzt zum zweiten Schwamm, oder was? Wie viele Völker schwärmen die am Tag eigentlich so im Schnitt? Nur, dass man ein Gefühl hat. 3-4. Das ist aber schon viel eigentlich, oder? Ja, aber das, man kriegt das. Was? Der Zwergerl stehen. Aber das, man muss sagen, man kriegt da mittlerweile einen Flow. Ich weiß ja, 14 Uhr. Musst du einfach irgendwo hinfahren, ne? Genau, dann kann ich von der Arbeit, sparen wir ein bisschen Arbeitszeit natürlich. Wird ja bezahlt dann. Das ist toll. Ja. Und ich habe was Gutes getan und kann noch einen Honig verkaufen, weil mich die Leute kennen.